Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei uns auf Hyperframes. Ja, wie ihr seht, ich habe mal wieder eine neue Produktvorstellung und zwar ist es der Roter Corsair von Fire Event, der Megapirat. 20 Stück Inhalt, Gesamt-NEM sind 30 Gramm, das bedeutet also 1,5 Gramm pro Böller. Ja, wir machen das mal auf. Man muss dazu sagen, dass der Bad Boy sich gestern Abend schon ein bisschen dran bedient hat. Da konnte wieder nicht die Finger ruhig halten. Ist da in die Packung gegangen und hat sich einfach mal so ein paar geschnappt. Bad Boy, wenn du das mal ganz kurz halten würdest. Ja. Vielen Dank. Ja, ihr seht es ja selber, so sieht der gute Pirat aus. Aber wir wollen ja mal gucken, was drin steckt. Also hier vorne haben wir... Eine Lunte steckt drin. Ja, Mensch, musst du mich unterbrechen? So kann ich nicht arbeiten. Junge, ey. Naja, gut. Piep. So. Lunte. Ja, du wolltest wissen, was drin steckt. Ja, also was steckt denn drin? Wir haben hier vorne, haben wir zugegipst, eine Lunte steckt drin, man soll es nicht glauben. Und hinten, hinten ist es zugeklebt und mit Tonerde zugemacht. Frechheit. Naja gut, aber wir wollen die einfach mal testen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Beim Roten Corsair, der Megapirat. Los geht's! So Leute, jetzt wollen wir uns also mal den Roten Corsair zur Brust nehmen. Ja, dann mache ich den mal auf. Nehmen wir so 4 Stück raus, den Rest darf ich dir bitte geben. Jawohl. Dann nehme ich auch gleich mal den wir hier so ein bisschen nackig gemacht haben. Also hier klingt wirklich jeder Böller gleich. Das ist wirklich eine tolle Qualität, was ihr hier bekommt. Der Megapirat Roter Corsair. Das können wir euch wirklich nur empfehlen. Was hast du, Bad Boy? Ja, für auch. 6 Euro, zwischen 6 und 8 Euro, ganz nachdem, wo ihr es kauft. Beim Schlinker sind es 6 Euro. Fire Event, einfach eine klasse Firma. Top-Qualitätsfeuerwerk. Ja, also das hat sich richtig gelohnt. Ganz klare Kaufempfehlung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Ganzen bitte einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und wenn ihr neu seid, vielleicht sogar ein Abo hinterlassen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, sagen euer Hyperframes und der Bad Boy. Tschüss.